Da hat sich der Schuldenstreit um Griechenland am Wochenende ja dramatisch zugespitzt. Die Euro-Finanzminister haben angekündigt, dass das Hilfsprogramm, das morgen ausläuft, nicht verlängert wird. Steht Griechenland also vor dem Brexit? Fest steht, dem Land fehlen Milliarden, die es dringend braucht, um Schulden zu tilgen. Die EZB will den Kreditrahmen aber nicht mehr erweitern. Und um einen Bankenansturm zu verhindern, hat Athen beschlossen, dass die Banken und die Börse im Land erstmal bis zum 6. Juli geschlossen bleiben. HR Info, das Thema. Heiner Flassbeck ist ehemaliger Direktor der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung. Ich habe ihn gefragt, ist das der Anfang vom Ende? Ist die Tatsache, dass die Banken zubleiben, ein Indiz dafür, dass Griechenland pleite geht? Naja, sehen Sie, Pleite eines Landes ist immer so eine Sache. Man sagt das so leicht, aber das Land verschwindet ja nicht. Ein Unternehmen, das pleite geht, das verschwindet. Griechenland wird vielleicht Zahlungen nicht mehr leisten. Das kann schon sein. Es wird bestimmt einige Zahlungen nicht pünktlich leisten. Aber ich meine, zunächst mal muss man sehen, dass der Beschluss der Finanzminister, das Hilfsprogramm morgen auslaufen zu lassen, vollkommen absurd ist. Man hätte Griechenland jetzt wenigstens eine Woche geben müssen, um das Referendum abzuwarten. Was ist denn? Die Griechen stimmen jetzt ab über etwas, was es gar nicht mehr gibt. Und ich hoffe doch, dass dieser Beschluss heute noch zurückgenommen wird, sodass man wenigstens wieder eine vernünftige Entscheidungsgrundlage hat. Aber liegt das wirklich in der Hand von Brüssel, dass die Griechen jetzt über etwas abstimmen, was es gar nicht mehr gibt? Tsipras hätte dieses Referendum ja auch früher stattfinden lassen können. Ja, das hätte er machen können. Gut, man hätte vielleicht auch anders verhandeln müssen mit ihm. Vielleicht war ja die ganze Strategie der Troika von vornherein falsch, was ich für richtig halte. Man hat verlangt, etwas fortzusetzen, was vollkommen unsinnig war, was eine Katastrophe in Griechenland herbeigeführt hat. Warum sollte man da zustimmen? Es war am Ende richtig, dass sie nicht zugestimmt haben, die griechische Regierung. Aber man muss ihnen dann wenigstens die Möglichkeit dieser Entscheidung lassen. Sie sind vom Volk gewählt und sie lassen das Volk jetzt entscheiden. Das finde ich vollkommen konsequent. Da waren ja 30 Milliarden Euro aus Brüssel im Angebot. Wie konnte Tsipras die ablehnen? Sie sagen, Sie finden das logisch? Ja, absolut, weil wir in Deutschland einfach nicht begreifen, was wir da angerichtet haben. Es war doch die Troika, diese berühmten Institutionen, die in den letzten 5 Jahren mit ihren Auflagen für die Wirtschaftspolitik eine wirtschaftliche Katastrophe in dem Land angerichtet haben. Und jetzt, was man vorgelegt hat, das Papier, das am Freitag vorlag, sah eine Fortsetzung dieser Politik einfach vor. Weiter Austerität, weiter sparen, weiter kürzen. Überall, das ist in einem Land, das 30% unter dem Niveau liegt, das es 2008 hatte, vollkommen absurd. Wir begreifen das einfach nicht, dass hier eine Rezeptur angewendet wurde, die vollkommen falsch war. Allerdings, und dann sagen wir einfach, jetzt machen wir so weiter. Man hat Löhne gekürzt, man hat Staatsausgaben gekürzt, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf die wirtschaftliche Entwicklung und die Arbeitslosigkeit. Allerdings heißt es aus der EU-Kommission, wir sind doch Griechenland sehr weit entgegengekommen, wir haben die Hand ausgestreckt. Das wäre jetzt viel mehr ein Investitions- als ein Sparprogramm. Oh, das ist ja nicht wahr, da muss man einfach mal nachlesen. Man braucht ja nur nachlesen, die Papiere gibt es ja. Muss man nur nachlesen, von Investitionen ist da vielleicht am Rande die Rede. Oder sie haben gesagt, sie werden noch ein paar Investitionen dazu finanzieren. Aber im Prinzip war das weiter ein Austeritätsprogramm. Und das ist einfach unsinnig. Und Tsipras ist angetreten mit der Aussage gegenüber den Wählern, ich werde diese irrsinnigen Programme beenden. Und insofern ist es konsequent, dass er jetzt dem Volk die Frage stellt, wollt ihr wirklich mit solchen Programmen weiterleben? Wie wird das denn dann weitergehen? Ja, es sehen Sie, die Katastrophe für Europa ist schon angerichtet. Die müssen wir jetzt nicht nochmal anrichten. Die ist jetzt schon angerichtet. Man wird vermutlich, wenn Griechenland Ja sagt, wenn das Volk also aus Angst vor einem Euro-Austritt Ja sagt, dann wird man neu wählen oder es wird eine andere Regierung gebildet. Dann geht die Katastrophe weiter in Griechenland. Die wird dann vielleicht diesen Bedingungen zustimmen. Nur da ist kein Ansatz drin, der irgendwo diese Wirtschaft voranbringen würde. Und das ist das Einzige, was Griechenland und ganz in Europa übrigens hilft. Mehr Wachstum, einen Anschub für eine bessere konjunkturelle Entwicklung. Ganz Europa ist ja eine Katastrophe unter diesem Programm. Machen wir uns nicht vor. Griechenland ist ja nur der exemplarische Fall. Aber wir haben 6 Jahre Rezession jetzt in Europa. Und wir tun so, als sei alles wunderbar in Ordnung. Nichts ist in Ordnung. Und die nächsten Kandidaten, die unter solchen Auflagen gestellt werden, stehen schon vor der Tür, Frankreich und Italien, und dann ist es sowieso am Ende. Herr Flassbeck, ich glaube, der Punkt ist angekommen, aber hätten Sie jetzt Brüssel oder Athen eine Empfehlung abzugeben? Sagen Sie mal ganz konkret, also Austeritätsprogramm, das fällt jetzt immer wieder, aber was bedeutet das dann? Was wäre denn Ihr Vorschlag in der jetzigen Situation? Man hätte müssen dieser griechischen Regierung die Chance geben, die Wirtschaft wieder auf die Füße zu stellen. Und das heißt nicht Austeritätsprogramm, sondern das heißt, man gibt ja einen langen Zeitraum, man verschiebt die Schuldenzahlungen ein paar Jahrzehnte in die Zukunft und
Man macht, gibt ihnen eine Finanzierung, die ihnen erlaubt, zu investieren in dem Land. Wenn Juncker das sagt, er will investieren, dann hätte er es ja machen können. Aber in der jetzigen Situation, wir sind ja jetzt... Doch jetzt und heute, man kann ja nicht mehr warten. Worauf soll man denn warten beim Land, das in einer tiefen Depression steckt? Da gibt es ja nichts mehr zu warten. Das muss man jetzt und heute machen. Da hätte man denen 20 Milliarden oder etwas in dieser Größenordnung zur Verfügung stellen können. Dann hätten sie eine Chance gehabt, wieder zu wachsen. Aber 20 Milliarden zusätzlich im Sinne von freien Mitteln, mit denen sie etwas machen können. Sagt Heiner Flassbeck, er ist ehemaliger Direktor der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung. Gesprochen haben wir mit ihm im Rahmen unseres Themas. Es lautet Entscheidung auf Griechisch, wenn eine Regierung die Verantwortung abgibt.